Hallo und herzlich willkommen bei meinem Bestrafungsvideo von der letzten Folge Chris und Phil Battlen. Wir haben Mensch ärgere dich nicht gespielt, ich habe verloren. Was darf ich machen? Das seht ihr hier. Der Jan Baumert hat sich gedacht, hey, lass den Verlierer doch zwei rohe Eier trinken. Gut, also werde ich das jetzt tun. Was brauchen wir? Zwei rohe Bio-Eier. Ja? Hier, gönnt euch. Ein Glas und eine Gabel zum Verrühren. Kaffee zum Nachspülen. Und eine Kotztüte. Alles klar. Ich fange mal an, ja? Boah, das sieht so eklig aus, Mann. Alter, das ist komplett verschnoddert hier, Alter. Das sieht aus wie der Auswurf, den ich heute Morgen hatte. Das ist immer an meinen Fingern. So, gönnt euch. Ja, so sieht der Spaß aus. Kurze wichtige Geschichte dazu. Seit meiner frühesten Kindheit vertrage ich keine Eier. Egal in welcher Form. Ich finde den Geruch widerlich, ich finde den Geschmack widerlich, ich finde an denen alles widerlich. Also wenn ich kotzen sollte, ne, könnt ihr euch freuen. Ich leg mir die Tüte mal hier bereit. Oh, Alter, das stinkt schon so komisch. Sollten Eier stinken? Ich weiß nicht. Ich guck mal, ob die noch haltbar sind. Sollten noch haltbar sein. Boah, mir wird jetzt schon schlecht. Aber ey, ich bin der Chris vom Kool-Aid Squad. Was heißt das? Genau, Kerngedanke, rein. Gruß an Phil, Gruß an Jan, Prost ihr zwei. Bis nächste Mal kriegt ihr auf die Fresse. Alles klar, in dem Sinne, auf euer Wohl. Das ist super widerlich. Alles klar. Jungs, wenn es euch gefallen hat, Like, Kommi, abonnieren. Fände ich geil. Wenn ihr mehr solche Bestrafungsvideos sehen wollt, immer schön unter die Battles kommentieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Kool-Aid Squad.